Hallo, schönen guten Morgen wahrscheinlich. Ja, die Beta ist da. Die Open Beta von Skull and Bones. Wir starten direkt rein. Der Anbruch des Kapitalismus. Unternehmen so mächtig wie Nationen beherrschen die See und die ertragreichsten Handelsrouten der Welt. Mit eiserner Faust schlagen sie eine Schneise der Tyrannei und Ausbeutung und entfachen einen Krieg um die globale Vorherrschaft. Eine Flut exotischer Waren aus dem Indischen Ozean schafft neue Bedürfnisse und füllt die Schatzkammern mit Münzen, an denen Blut klebt. Und wo Blut ist, da lauern auch Raubtiere. Der Indische Ozean. Scheiß Nebel! Wir haben die Exeter verloren! Captain Wrestler wird uns hängen lassen! Wir sollen ihm Geleitschutz geben! Das reicht! Hier war eine Schlacht! Die Briten kamen hier entlang! Das ist doch nicht alles, was von der Fracht der Exeter übrig ist! Kapteni, weich dem Brand vor uns aus! Ja, wir weichen. Oh, das sieht sehr schön aus, ne? Also, wirklich. Da, ein britisches Schiff. Es ist durchlöchert. Leichte Beute. Wir haben immer Platz für mehr Reichtümer. Oh, schnell, ja? Alle Segel raus! Jawohl, volle Fahrt voraus! Bin noch mehr? Nee, hören wir leider nicht. Das Blatt wendet sich! Wir schaffen es, die Exeter nach Sendan zu bringen! Wir schaffen alles, wenn wir so die wollen. Die britische Flotte! Alle auf Gefechtsstationen! Diese kleinen Schiffe! Nehmen wir aus ihrer Ladung und versenken sie! Schauen wir mal. Alle Wer kommt da denn, ey? Wir wollen den großen Schatz! Ignoriert die kleinen Fische! Wir wollen den großen! Rechtige Piraten! Nicht mit uns anzulegen, ihr Sterben! Feuer eröffnet! Es kommt wieder Hunde zurück auf Pumpen und Rauch! Jetzt spart ihr euch die Beerdigung zurück! Wäre törichtig, was man jetzt vorstellt! Okay, dann sind wir mal rausgefahren. Ja, aber ich weiß auch nicht, worauf wir uns einlassen, aber weg mit den Kleinen hier. Husch. Boah, die gehen gut, ey. Wie mache ich die ausweichen, ey? Mal gucken. Alle feuern! Die Pinken
Ich weiß noch nicht genau, wer jetzt hier jede Sekunde singt, ob wir oder wir. Müssen näher ran. Ran für die langen Neuner. Von Kanonen regeln das. So, jetzt kommt die Seite. Feuer frei. Boah, schön rein. Das noch eine Salve drüber gegeben, ey. Ach, noch mehr. Könnt uns mal. Die ganze britische Flotte! Was sollen wir tun, Captain? Keine Ahnung, da hilft ja nur flüchten. Und der nächste Schaden weg. Wieder rausgefahren. Wo ist wieder rein? Oh mein Gott. Jesus Christus, war das ein Krieg. Ich muss auf jeden Fall den Zaun nochmal runterdrehen. Das knallt gut in Ohren. War auf jeden Fall schon mal sehr interessant, die Steuerung so. Jetzt haben wir leider unseren großen, dicken Kahn verloren, wa? Oh Junge, da kommt erstmal die alte Winkergrabe hier. Hi, das bin ich. Was haben wir denn hier? Wir haben hier vorgefertigte Charaktere. Wir spielen natürlich eine Frau. Wir spielen immer eine Frau. Das ist ja unser... Ne? Unser tägliches Leid. Hätte ich fast gesagt. Was? Achso. Auswählen. Weiter. Achso, nee. Nehmen wir nicht. Hier oben gibt es auch noch Sachen. Ist ja sehr interessant, aber was ändert sich denn jetzt an dem Körper passé? Und gar nichts, ne? Jo, Alter, das ist natürlich sehr interessant hier. Schönen Narben. Die sehen ganz gut aus, muss ich sagen. Da nehmen wir aber nichts von. So, Augenfarbe, ja geil. Hier wieder mal. Ich sehe gar nichts. Erklärt einiges. Schnell rot hier, ey, Junge. Die Haare, so, was haben wir denn hier? Wir haben ja noch ein paar Frisuren, ist es nicht so? Na, das ist cool. Ich bin ja Frisurenfreund. Ja, das gefällt mir schon mal. So, Gesichtsbehaarung. Ne, die braucht man natürlich nicht. Und da sagen wir, jo. Jo. Auf zur See. Ja, ich lebe. Glaube ich. Bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube schon. Bin da. Nimm meine Hand. Du stirbst heute nicht. Noch nicht.
haben. Glück? Verflucht seien die Briten und der Nebel. Und was führt uns Captain Wrestler auch in diese Untiefen? Wir haben überlebt und finden dich, um diese Dau zu bemannen. Ich würde sagen, unser Glück nimmt Fahrt auf was? Du hast diese Gier in den Augen. Diesen Ausdruck sah ich schon bei so vielen anderen. Ich bin sicher, du wirst uns nach Zelt anführen. Um zum Piratenparadies zu kommen, müssten wir den Weg kennen. Hier, ein Logbuch, das wir beim Wrack fanden. So wie Tinte und Pergament enthüllt sich das Schicksal Blatt für Blatt. Und oft liegt es direkt vor uns. Vielleicht hilft dir das, deinen Weg zu finden, meine Freundin. Mach dich nützlich. Geh ans Ruder, ehe die Briten zurückkehren. Ich geh ans Segel. Der Wind ist mit den Furchtlosen. Folgen wir ihm. Einer der Überlebenden muss doch den Weg nach St. Anne kennen. Möge Freemans Glück uns hold sein. Freemans Glück, sagte. So, jetzt müssen wir nochmal die Einstellungen gucken hier, ne? Audio an sich ist ja geil. Dialoglautstärke war, fand ich ziemlich leise. Ne, die Effekte können runtergehen, Dialoge bleiben hoch. Mannschaft mache ich ein bisschen runter. Lautstärke der Benutzeroberfläche mache ich sowieso runter. Das schallert ja hier ohne Gnade. Mal wieder zurück. So. So, und da sind wir jetzt wohl. Erstmal drin. In der richtigen Beta. Nicht wahr? Unsere kleinen Schaluppe hier. Sie kann doch schneller. Trimm die Segel. Oh, Alter. Ja, gut. Ist ja cool. Der schreibt mich doch nicht so an. Oh, versuch es doch, du Biest. Oh, Junge, da kommt der Hai gesprungen. Geh weg. Okay, okay. Was haben wir denn hier so? Sie ist unentdeckt. Oh Gott, sie bremsen sofort. Klar. Wir schaffen es lebend hier raus. Das ist gut, wir gucken jetzt erstmal, was das hier ist. So, wir gehen natürlich auch ab und an mal an Land. Nicht oft, das habe ich schon gelernt, aber immerhin. So viel Blut. Ab und an. Sagt nicht, ihr gehört zu Wrestlers Mannschaft. Ihr seid ein Passagier, wie ich. Ja? Wir waren zu fünft in einer Dau, nach dem Schiffbruch. Dann kamen die Haie. Es ging so schnell. Wrestlers Mannschaft half uns nicht. Die lachten nur. Für mich ist es zu spät. Doch eure Füße mögen die freie Küste St. Anns noch betreten. Okay, du hast ja nur noch... Ach nee, doch, der hat beide Füße. Dann lebe erstmal wohl. Okay. So, kochen können wir hier auch. Okay, am Lagerfeuer können wir Kochtöpfe, bla bla bla. Okay. Ah ja. Gut, ist natürlich nichts davon dabei, ja, ist ja klar. Ne, haben wir nichts. Hier sitzt noch wer rum. Steht noch wer rum. Segel setzen. Welche Taste? Ach, F. Oh, dachte mir jetzt schon fast. So, Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt. Da! Ein zerbrochener Mast auf der Insel. Könnten dort Überlebende sein? Hier sind überall weiße Haie. Und, das ist sehr interessant, dass du weiterfährst. Wenn du auf der Karte bist. Ja gut, ist ja halt ein Online. Da oben. Open World, so. Land voraus! Eine Rettungsleine des Schicksals! Die könnten uns helfen, hier wegzukommen! Geil. Solange nicht die weißen Haie kommen, sei es gut, glaube ich. Anhalten! Die saufen. Hab ich genau gesehen hier. Die saufen. Junge, wir sind alle hier kurz vorm Verrecken. Die kloppen sich und saufen. Ich brauche jemanden, der nicht so torkelt wie diese Trunkenbolde. Ja, ich torkel noch nicht.
Ich sagte Captain Wrestler, dass das Schiff so überladen ist wie eine trächtige Sau. Wir haben zwar die Briten im Nebel abgehängt, aber auch den Kampf gegen die Elemente verloren. Und nun? Die Exeter ist an diesen Untiefen zerschellt. Ja, und ich bin von Saufnasen umgeben, die glauben, dieser Teufelsfelsen sei ihr Untergang. Und wo wart ihr, Captain, als die Exeter von britischen Fregatten gehetzt wurde? Ja, ich Zweifellos war da. Zweifellos habt ihr euch in eurem Quartier verkrochen, wie ein dreckiges Bilgenschwein. Tja, was bringt uns eure Tollkühnheit, wenn sie uns auf diesen Untiefen stranden lässt? Ihr wollt nach St. Anne? Natürlich, genau wie der Rest der betrunkenen Bande, die hier auf ihren Ärschen sitzt. Doch wenn wir mit leeren Händen zum Piratenfürsten zurückkehren, sind wir unsere Posten los, wenn er uns nicht vorher das Fell über die Ohren zieht. Bergt, was in diesen haiverseuchten Gewässern von Skurlocks Fracht übrig ist. Nur dann verrate ich euch den Weg zum Piratenparadies. Ja, ja, okay. So, also habe ich jetzt eine Quest bekommen, ja? Annehmen. Spute dich! Ich spute. Ich habe einen Jagdspeer bekommen. Mhm. Ja, anstatt zu sprinten, gehe ich dann, wenn ich sprinten drücke. Also, die Standardtaste für sprinten halt. Dieser Offizier trifft beim Angel das Meer nicht. Aber wenn er den Weg nach St. Anne kennt, brauchen wir Skurlocks Ladung. Ja, da stimme ich wohl zu. Wir können diese Fische jagen und essen. Schnell zuschlagen! Okay. Die Leichen. Vielleicht müssen wir sie durchsuchen. Kämpfen oder flüchten! Ach, ich habe jetzt einen Speer. Vorsicht vor den Zähnen! Ich habe jetzt einen Speer. Heute entkommen wir dem Tod! Geil. Jo, das ist... Okay, ja, ja. Ah, ich habe auch eine maximale Ladung, so wie ich das sehe, ja? Oh. Wow! Das sind viele Zähne für einen Hai. Vorsicht vor den Zähnen! Ja. Wow, das war knapp. Und noch einer. Gott. Da sind wir fast hier gegen die Wand gefahren. Und doch schon der nächste. Halt doch mal an den Kahn, Mensch. Der Fahrt bin ich nicht so gut. Also ich bin auch sonst nicht gut, aber... Gut gemacht! Doch die Gefahr bleibt! Noch sind wir nicht tot! Das stimmt. Noch nicht. Kann ja noch werden, ne? So, wo sind meine nächsten Teile? Da vorne irgendwo war das. Gib Gas. Schief. Ja, hier. Ich will einiges rumschwimmen. Gut gemacht. An Sachen. Das sollte reichen. Ja, lass mich doch alles looten. Oh, direkt Full Stop wieder. So, mal ein bisschen mehr gemacht, wa? War ja nicht so das Problem. Das muss ich jetzt noch machen. Wo sehe ich meine Aufträge? Hier sehe ich meine Fracht. Geil, ich drifte wieder irgendwo hin ab. Die Leichen. Zieh. Sieht doch ganz gut aus mit den Korallen hier so. Das Wasser, ne? Das sieht gut aus. Ja, muss ich ja mal sagen. Dann ankeln wir mal, ja genau, ankern wir mal hier. Wieder. Abliefern nun mal das Zeug. Wir haben die doppelte Menge. Wir sind ja schlau.
Da steht schon wieder United Kingdom Boy. Ihr sucht den Weg nach St. Anne? Ja, hier. Dann danke für die Waren. Vielleicht verschont Scurlock meinen Kopf. Bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Wenn ich ihm von dem Captain erzähle, der seine Fracht nicht beschützen konnte. Findet selbst nach St. Anne Stiefel lecker. Ich schulde euch kein Stück Silber im Arsch. Schon gar nicht, wenn meiner auf dem Spiel steht. Warum fragt ihr nicht Captain Wrestler? Vielleicht kennt seine Leiche den Weg. Jetzt verschwinde, Bilgenschwein. Er hat mich Bilgenschwein genannt, den hau ich in die Fresse. So ein Arschloch. Hat er uns verarscht, ja? Aber gut, das wirst du erwarten, ne? Ein kleines Wiesel bis zum Schluss. Wenn der Bastard Mindwrestler hätte eine Karte nach St. Anne, dann sollten wir das Wrack absuchen. Dann sehen wir jetzt das Wrack absuchen. Schnell hin. Zerbrochene Planke mitnehmen. Wenn wir alles brauchen, denke ich, das wird ein übelster Grind, bestimmt. Am Horizont von St. Anne finde ich vielleicht den Sonnenaufgang meiner Träume. Hoffentlich hintergehen die Piraten dich nicht zuerst. Das hoffe ich auch. Aufbrechen. Wenn du das Schiff explodierst, kannst du das Ereignis verbessern, indem du... Scheiße. Stimmt, wir gehen ja an manchen Stellen auch nicht so. Wir müssen erstmal vom Schiff aus irgendwas machen. Aber wir gehen doch an Bord des St. Anne. Guck mal, hier liegen überall Sachen rum. Lesen. Ja, lesen ist schon mal nicht meins. Ne? Lesen ist ja hier. Kann ich die UI verbergen und kann ich auch so lesen. Ne? Mehr oder weniger. Geil. Verlassene Kanonen. Okay. Feuer! Ach, kann ich nicht. Kann ich doch? Nee. Achso, F. Nur F drücken, nicht gedrückt halten. Mag das Spiel nicht. Dann. So, aber wie sieht's denn hier jetzt eigentlich aus? War hier noch irgendwas Interessantes hier oben? Das sieht nicht so aus. Dann gehen wir weiter nach oben. Und gucken dann mal. Das ist ein Y. Oh, Y drücke ich nicht. Vielleicht komme ich dann wieder zurück zum Schiff. So, also hier sieht es doch so aus. Als wenn, genau, wir beim Captain wären. Gib mal her, dein altes Fernglas-Ding. St. Anne. Ja, plünder doch noch irgendwas. Nimm irgendwas mit, Mädel. Bitte. Dann nicht. Okay, ist jetzt auf meinem Kompass markiert. Ist klar. Oh, das Feuer sieht ein bisschen aus. Zumindest da eben. Aber sonst... Sonst sieht das ja gar nicht so schlecht aus, das Spielchen, nicht? Freemans Glück, was? Du hast den Weg nach St. Anne gefunden und einen Brief mit Scurlocks Zeichen. Der Piratenfürst wird wissen wollen, was aus seiner Fracht geworden ist. John Scurlock könnte ebenso gut 3 Musketenkugeln für uns reserviert haben. Für dich vielleicht, mein Freund. Ha! Was wäre ein Piratenleben ohne Gefahr und Missgunst? Genau. Ohne die Fracht der Exeter braucht Scurlock einen Draufgänger wie dich, um neue Waren für sein Piratenimperium zu beschaffen. Und bisher hat dein Glück uns gute Dienste geleistet. Ich bin froh, dass wir dich aus dem Wasser gezogen haben.
Wrestler ist tot und mit ihm starben alle Abmachungen und Pflichten. Es steht dir frei, dein eigenes Glück zu suchen, Captain. Captain also. Solange du uns nicht gegen die verfluchten Felsen steuerst. Ist schon wieder sehr nett, ne? Endlich lassen wir diese verdammten Atolle hinter uns. Du bist ein Glückskind, Captain. Mein Gefühl sagt mir, dass alles gut wird. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger. Stell dir vor, was wir gemeinsam erreichen könnten, Captain. Wir könnten eine Flotte aufbauen und... Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, für eine Flotte. Aber da bin ich, jawohl. Da bin ich dabei. Brechen wir mal auf nach St. Anne. Ja, Ubisoft Original. Überall Wracks, überall brennt's. Da springt ein Wal rum. Oh, da sind wir angekommen. Ah, ne. Ubisoft Singapur. Belgarden Berlin. Jawohl, da sind wir alle dabei. Ja, sieht man sogar die Schuppen an den Fischen, die da rumhingen. Schon mal nicht schlecht, wa? Okay, also sind wir angekommen in St. Anne, wa? Ah, riechst du das Salz, die Gewürze und die Sünden? Der Indische Ozean ist voller Geheimnisse und Mysterien. Das Schmugglerversteck von St. Anne ist eins davon. Was immer ein Pirat braucht, hier findet man es. In St. Anne machen wir aus Glück ein Vermögen. Skurlock erleichtert uns den Einstieg. Dieser Brief beweist, dass du ein würdiger Pirat bist. Hey, sieh nicht mich an. Nur du kannst Skurlock überzeugen. Ich? Heia, ich habe meine Chance nicht genutzt. Wir brauchen Skurlocks Treue nicht, um Ruhm und Einfluss zu gewinnen. Nur seine Verbindungen. Ein ordentliches Schiff wäre ein Anfang. Außer du willst es dir auf der Dau gemütlich machen. Mhm. Ich bleib beim Schiff, während du an Land gehst. Und kümmere dich nicht um den Abschaum, Captain. Denk daran, wir sind nur dem Wind Rechenschaft schuldig. Da haben wir wieder einen Protagonisten, der nicht sprechen kann, sieht so wie es scheint. Sieht ganz schön fertig aus. Hält höchstens 2-3 Tage durch. Tage? Dieser Kadaver zerfällt doch jetzt schon. Und stinkt übel nach Walpisse. Nach Walpisse, das ist ja eklig. Geil, da haben wir irgendeinen Fehler. Ich hoffe, der verschwindet wieder, danke. So, gucken wir nochmal Karte. Na, so groß ist die Welt. Und wie man sieht, hier fehlt die Hälfte, oder? Bin ich doch mal, hier ist irgendwo ein Gegner, so wie das aussieht, oder? Rammschiff. Gut, aber wir sind erstmal hier. Wir sind auf St. Anne. Ich guck mal kurz hier so ein bisschen durch. Hier ist unser Schiff.
Das leckt sogar hart. Was haben wir hier? Haben wir den Captain? Da sind wir so. Oh Gott, Junge, ja, das leckt noch hart. Richtig hart. Schiffstyp, Angreifer. Da sehen wir dann, was für ein Schiff wir halt haben. Gehe ich mal von aus. Hier wird eine Enzyklopädie sein, genau. Ein Tutorial mit Kampf und Aktionsrad. Das funktioniert übrigens nicht. Oder ich muss mal umstellen, mal gucken. So, das lassen wir jetzt aber alles erstmal sein, wie es ist. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war die erste Folge. Oh, wie süß ist denn der Lemur? Der Cutter. Ja, damit bedanke ich mich bei der Beta von Skull and Bones. Ist gerade free für heute vom 8. bis zum 11., wenn ich mich nicht irre. Oder 12., ich weiß es nicht. 14., egal. Jedenfalls sind ein paar Tage jetzt free Beta bei Ubisoft. Schaut rein und wir sehen uns vielleicht auf hoher See oder auch nicht. Würde mich sehr über Likes, Abos und Kommentare freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.